Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum dritten Anlauf des Videos. Ich will ein Video machen zur Lidl-App, und zwar Lidl Plus-App. Ich hatte eben schon zu meinen Einkaufs-App und zu meinen solchen Apps, also für Läden in meiner Nähe gemacht, und habe dann einfach mal alle Apps gezeigt. Jetzt will ich euch gerne mal nur die Lidl Plus-App zeigen. Die Lidl Plus App, ich werde meinen Ort da oben rausstreichen, die Lidl Plus App gibt es nur in Berlin und Brandenburg. Also nur da könnt ihr was damit anfangen. Wenn ihr das Video jetzt später guckt, es kann gut möglich sein, dass er dann in ganz Deutschland verfügbar ist. Oder dass da Funktionen dazugekommen sind oder dass die jetzt ganz anders aussieht. Oder Funktionen weggenommen wurden. So, wie gesagt, ganz oben, hallo, mein Name, den will ich auch wegmachen, den mag ich nicht. Dann mein Ort. Nur Berlin-Brandenburg. Und hier sind wir dann bei den Knallerpreisen. Also zum Beispiel Chocolate Chips anstatt 1,99 1,29. Ja, die kann man dann halt hier sehen. Das ist aber halt ganz normal. Das kennt ihr ja von verschiedenen anderen Apps hier. Das ist jetzt ja noch nicht so der Knaller. Dann haben wir hier Coupons. Das ist ja die Hauptseite. Da kommen wir auch gleich dazu. Wir haben da nämlich einen extra Reiter Coupons. Und wir können uns dann halt hier die Prospekte angucken. Hier haben wir die Karte, hier können wir uns unsere QR-Code generieren, den brauchen wir dann an der Kasse nur, da ist so ein kleiner Scanner, brauchen wir nur vorzeigen, einfach vorbeigehen, machen und dann ist es. Und dann haben wir den Einkauf reserviert. Warum und weshalb, komme ich gleich noch dazu. Und hier sind die Coupons, die müsst ihr dann aktivieren, ich mache mal hier deaktivieren. Und hier aktivieren. Die ändern sich. Jede Woche gehen, also zum Ende der Woche, werden die alle rausgemacht. Und jetzt kommen wieder neue. Aber auch nicht alle, was jetzt ihr seht. Also wir kommen halt 5, 6 Stück. Und dann kommen halt nochmal 2, 3 Tage später nochmal welche. Die sind halt laufend. Und die müsst ihr dann halt immer aktivieren. Und wenn ihr sie dann aktiviert habt, werden die automatisch von eurer Rechnung abgezogen. Und ihr braucht an der Kasse anstatt 50 nur 45 Euro bezahlen. Als Beispiel. Ja? Ihr könnt euch das auch immer angucken. Glasreiniger, welcher ein Glasreiniger, wenn es da verschiedene gibt, das halt nur der blaue oder nur der gelbe manchmal. Gilt 5 Tage, ist eine Literflasche, Produktcode. Und hier seht ihr dann halt alles, was ich aktiviert habe. So. Und hier auf der Hauptseite ist eigentlich dann immer noch so ein langes Feld. Jetzt hängt es schon wieder. Moment, ich muss mal die... Ich weiß jetzt nicht, wo meine App spinnt hier rum. Aber jetzt merke ich es wenigstens rechtzeitig und kann nicht rechtzeitig hier wieder sagen, ich weiß nicht, vorhin hat es so super aufgenommen und jetzt kackt er hier in einer Tour ab. Wie gesagt, das Video ist das dritte Mal, weil ich es nicht mitgekriegt habe, dass es funktioniert. Ey, der hat diese verfickte App hier ausgemacht. Nee, WLAN ist... Wieso ist das WLAN nicht an? Ich habe das WLAN wurde getrennt. Es ist doch nicht die Möglichkeit. Die App regt mich momentan jetzt heute gerade extrem auf. So. Jetzt ist er wieder da. Ich hoffe, die bleibt da. So. So, hier sind wir auf der Hauptseite. Und auf der Hauptseite habt ihr eigentlich so einen langen Balken. Und der kriegt dafür immer für Sachen, die er aktiviert, also wenn er einkauft und das vorzeigt, egal ob ihr über die App, ob da Sachen mit bei sind oder nicht, ihr müsstet immer vorzeigen, damit der Einkauf für euer Konto gezählt wird. Also bei mir wollte er auch ewig mein Konto nicht aktivieren. Ich habe diese Freischalt-SMS nicht gekriegt mit dem Code, keine Ahnung. Aber das dann irgendwann funktioniert. Und dann schaltet da alles frei, da meine Frau und ich gleichzeitig bei Lidl sind einkaufen. Und für meine Mutter war ich auch schon einkaufen, habe ich natürlich schnell die 275 Euro erreicht. Deswegen könnt ihr diesen Balken jetzt hier nicht mehr sehen. Und immer wenn ich jetzt einkaufe, kriege ich einen Rubbel los. Ein virtuelles hier aufs Handy und das rubbel ich frei. Und dann kriege ich ein neues Produkt hinzugefügt, was ich irgendwie einen Rabatt kriege. So. Ich habe letztens, wo ich die 275 Euro erreicht hatte, vorige Woche, habe ich Haufen Zeug gratis gekriegt.
Da sind Haufen Coupons aufgetaucht, die ich aktiviert habe und überall stand gratis. Ich habe mir ein gratis, ich bin ja nochmal nach dem Einkauf, noch, wo ich das gesehen hatte, Schatzi hat ja die Kleine dann im Auto noch Flasche gegeben, hat gesagt, oh geil, da gehst du denn doch nochmal rein. Bin nochmal rein bei Lidl, habe mir die Coupons vorher alle aktiviert, habe mir ein Nutella-Glas, ein kleines genommen, habe Küchenrollen, Ciabatta-Brot, Brot, ein Krustenbrot und noch irgendwas. 5 oder 6 Sachen waren es. Alle genommen, bin zur Kasse gegangen, da drüber erreicht, nüscht, gratis. Und jetzt komme ich halt, weil ich jetzt diese 275 schon erreicht habe, bekomme ich jetzt immer Rubbellose. Ja? Für jeden Einkauf kriege ich ein paar Rubbellose. So, wie gesagt, die sind dann hier und die kann man dann halt so aktivieren. Und hier haben wir dann alle Prospekte, hier haben wir die Knaller, also das sind dann halt die Knaller-Angebote, da kann man sich dann auch mal alle durchlesen, falls man da verschiedene Produkte hat. Und hier haben wir dann halt meine Bons, na die zeige ich jetzt lieber nicht, oder? Ja, hier, meine Frau, letztens, 194 Euro, da wo ich das Video gemacht habe, wo wir das Zeug für die Kleine alle gekauft haben, die ganzen Klamotten. Und Zelt und was da alles mit bei war. Ja, und das wird dann halt hier alles aufgerufen. Preisvorteile. Ja, haben wir hier noch Preisvorteile. Die habe, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drin geguckt hier. Lidl-Filiale-Family.de Lidl.family.de, keine Ahnung. Also da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt. Lidl-Fotos, das muss ich mal machen. Mein Profil ist mein Profil, mache ich mal lieber weg. Einstellungen, Benachrichtigungen, meine Filiale, Landessprache, Hilfe, ja, gesetzliche Informationen, weitere Informationen, das ist eigentlich eher uninteressant. Wichtig ist, dass es halt nur in Berlin-Brandenburg momentan ist, dass ihr, dass es, ja, letzte Woche war auch für einen Tag, war auch Kinderüberraschung gratis. Da war, hatte ich einen Coupon, der wird teilweise, wir haben jetzt Ende der Woche, deswegen kann ich euch das leider nicht mehr zeigen. Manche Coupons seht ihr, die haben ein Schloss und dann steht verfügbar in 2 Tagen. Und da habe ich gesehen, Kinderüberraschung war am Freitag verfügbar. Ich war Samstag da, da war der Bon nicht mehr in meinem Handy drin. Das war halt nur für diesen einen Tag, hat man dann eine Kinderüberraschung sich gratis holen können. Einfach den Bon aktivieren, rin bei Lidl, einnehmen, zeigen, fertig, gratis. Am besten natürlich noch was anderes reingucken. Ja, Juna sieht gerade die Katze, also Tigger. Tigger guckt aber weg, den mag das mit dem Kreischen nicht so. An sich eine geile App. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, bezahlen über PayPal. Das habe ich bei Netto die Möglichkeit. Wenn das jetzt noch dazu kommt, bezahlen über PayPal. Rundum glücklich. Das mit den Coupons funktioniert viel schneller und einfacher als bei Netto. Ich brauche kein PIN eingeben, gar nichts. Ich brauche einfach nur raufklicken an der Kasse über diesen Scanner. Pft, da ist so ein kleiner Scanner, der ist halt zwischendrin. Ja, und dann wird das gleich abgezogen. Ich brauche keinen Code eingeben, nichts. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Lidl-App... dass ich euch die mal vorgestellt habe. Wie gesagt, nur Berlin-Brandenburg. Es kann sein, wenn ihr das Video jetzt im halben Jahr guckt, dass es bei euch schon verfügbar ist. Es kann nur sein, dass es dann irgendwie ganz anders aussieht oder dass Sachen weggenommen wurden oder neue Sachen dazu sind. Dafür kann ich nichts. Ja, ich bin gleich da. Gut, ich muss jetzt Schluss machen. Meine Kleine will. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.